Moin Leute, was geht? Wir spielen ein bisschen Solo-Queue gerade. Ich meine, eigentlich spiele ich immer Solo-Queue. Ich weiß gar nicht, warum ich das... Warte mal, ich bin voll Mini, Alter. Oh, ich spiele sogar ohne Brille. Ich sehe schon die Kommentare wieder. Wilfi, wo sind deine Augenbrauen? Wilfi, du siehst aus wie Voldemort. Leute, gestern... Warte mal. Ey, yo, yo. Bumm. Wir sollten das eigentlich gewinnen. Wenn wir Pech haben, zerkrittet er uns halt. Aber ich denke, Rexa wird ihre Kuh raushauen. Relativ early. Scheiße. Smurf. Okay, das habe ich jetzt gerade gar nicht erwartet. Ja, die wissen irgendwas. Oh, scheiße. Oh ja, ich habe den Red. LOL. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass Rexa nach rechts läuft. Das nehmen wir aber an. Das nehmen wir an. Hat mich aber auch ein bisschen Leben gekostet, to be honest. Okay, wobei der Trainer muss immer mal ganz basen. Ich habe hier einen sehr guten Lead. Ich glaube auch nicht, dass Rexa großartig hochkommen wird. Das ist spicy. Aber okay, dann halt immer so die Frage, zu welchem Preis, ne? Hat mich aber auch gerade mein Flash gekostet. Okay, das ist fine. Yo! Bumm, Alter. Denied. Okay, das ist huge. Soll ich ihm die ganze Zeit mit der Kuh eine geben? Ey, yo! Ein paar Sekunden noch. Nice. Wir schicken die Wave da oben. Push die zu mir. 3, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Oh, nee, das sieht doof aus. Nee, das pusht zu mir. Es würde zwar ein bisschen brauchen, das pusht zu mir. Okay, Leute, wir haben Golfin BF. Da gönnen wir uns das doch eben einmal sofort. Zudem ist er jetzt auch da. Das heißt, ich kann meinen TP aufbewahren. Ich kann ihn wahrscheinlich auch vorne wegfreezen. Aber ist cool. Der Azir moved instant. Ich move auch relativ schnell. Und wir haben Rex ja gerade schon mal ganz gut rausgenommen. Okay. Und jetzt haben wir den Trinder mental gebrochen. Ich weiß halt echt nicht, was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht hat er mein BF nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein. Aber Leute, kennt ihr das? So, bevor euer Gegner tot ist, wisst ihr, dass er tot ist, weil er irgendeinen Move gemacht hat. Das war gerade so ein Moment für mich. So gerade als Rengar-Spieler, ne? Wenn ich weiß, mein Gegner kommt irgendwie in ein Gebüsch rein, ich weiß, er ist 100% tot. Und das schon bevor er einen Fuß ins Gebüsch gesetzt hat. Wir denen ihm hier nochmal so viel CS, wie es geht. Ich werde, der weint schon gerade innerlich so ein bisschen. Lol, die haben so viele Flashes geburnt. Krass. Warte, du hast geflasht, du hast geflasht, du hast geflasht. Wir müssen Heimat töten. Ich hoffe, er geht nicht Level 6. Spicy. Geh hoch, geh top. Okay, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen greedy. Na, okay, nimm mal, ich geh weg. Kommt sie weg oder ist sie... Crit. Oh, okay, nice. Okay, eigentlich baue ich meistens den Cleaver immer zuerst, aber wir sind gerade schon ein bisschen sehr gefeedet. Von daher hole ich den Reaver. Soll ich sagen, was mir gerade auffällt, Leute? Ich hätte CDR kaufen sollen. Ich muss diesen scheiß Tower unten halten. Ich bin dafür echt nicht gut gemacht. Und wie ihr seht, war das nicht mal gelogen. Ich bereue diesen Swap tatsächlich gerade ein klein wenig. Bumm.
Ja, sehr schön, dass Azir hergekommen ist. Leute, nach diesem Game sind wir wieder in unserer Promo drin. Können die auch eben farmen. Ich kann mich nämlich eben noch mal ein bisschen dran hochhealen. Aber den Tau werde ich jetzt unten verlieren. Ah, ich gehe wieder hoch. Oder Akchi? Der soll eben einmal oben halten. Okay. Outbound Wave. Welcome. Okay, also wir holen uns immer noch den Cleaver. Wir bauen da immer noch ein bisschen normal. Wie gesagt, der Grund für Early Essence Reaver war einfach nur, ich hatte halt das Gold dafür. Oh, oh. Es rippt. Ne, niemand ist oben, ne? Ja. Aber weil Lucian hier ist, es könnte Rexer auch hier sein. Ich könnte einen Gamble machen, hier hingehen, versuchen, den Lucian abzufangen. But I don't know. Okay. Okay, wenn ich jetzt Pech habe, ist hier eine Ward drin. Wenn ich jetzt Pech habe, ist hier eine Ward drin und ich bin RIP. Entweder geht er hoch und ich töte ihn, weil er dann auf der langen Lane ist. Das Einzige, wie ich überleben kann, ist, wenn er hier nach rechts hingeht. Ich brauche ihn aber. Ersten Stack. Warte. 5, 4, 3, 2, 1. Er kommt gar nicht. Ja, er recallt. Okay. Ich glaube, der ist Giga getiltet. Okay, den kann ich leider nicht umbringen. Ich habe keine Ulti ready. Er müsste irgendwie mich reinlaufen oder so. Oder halt in Richtung Gebüsch. Wenn ich mal Glück habe, ist er gleich hier. Ah, hat mich gesehen. Okay. Lass die Crux weg. Okay. Ich will noch den Cleaver fertig haben. Ab dann join ich gefühlt nur noch Teamfights. Ich push jetzt noch eine Wave raus. Ich finde das sehr gut. Das Team spielt eigentlich super zusammen. Ey, yo, Bro, du hast mich da gerade mit ausgesperrt, ne? Ich dachte, ich erwähne das einfach mal. Wir können ja solo. Dafür braucht er uns nicht. Wenn er vorkommt. Okay. Ich war halt darauf vorbereitet, Bola Flash zu machen. Okay. Ja, das ist jetzt so für mich ein bisschen die größte Frage. Ich denke aber nicht, dass sie mich in Teamfights brauchen, to be honest. Denn er farmt halt sehr, sehr, sehr viel auf Sidelane. Ich glaube sogar, ich... Okay, Leute, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir könnten Hourglass gehen oder wir könnten Crit gehen. Aber immer, wenn ich streame, sagen so oder so alle Crit. Deswegen frage ich euch das gar nicht. Ich kann euch eh nicht fragen. Oh, lol. Sind die RIP? Nice, sein Stack habe ich, glaube ich, sogar noch gebraucht. Okay, er hat wohl keine Ulti. LOL! Gehen wir mal hoch und können uns die Sideline. Oh, will er das haben? Ah, ja, okay, soll er das haben. Dann fahre ich die nächste Wave. Vielleicht brauchst du, um irgendwie ein Item fertig zu bauen oder so. Gehe ich mir noch BF? Ah, oh, ich hasse diese Frage immer. Der kommt auch her, kommt alleine her. Vielleicht ist er blöd genug. Vielleicht ist er getiltet genug, um doch nochmal vorzusteppen. Schade, kein Crit. Ey, yo, yo, yo. Ich hab eh nicht einen so hohen Ulti-Cooldown. Deswegen kann ich sie immer mal gerne früher poppen. Nice. Ihr seht ja hier 40 Sekunden Cooldown, das ist gar nichts. Das ist ein Geschenk. Geil, Leute, wir kommen wohl in Promo. Ja. Und da sind wir in der Promo. Ich habe die Promo letztens verkackt, Leute. 5-Game-Winning-Streak. Kaum komme ich Promo, verliere ich 2 Games. Let's go, boys. Aber ja, Leute. Das war's dann auch von mir. Ich bin noch erstmal weg. Tschö, tschö. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal.